Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung. Hier bei Hansdampf. Und heute geht es hier um diesen Mercedes. So, gehen wir wieder mal in den Mercedes hier. Und dann wollen wir mal schauen. Da ist er. Tja. So sieht er aus. Und ich muss auch sagen, das sieht schon wieder brasilianisch aus. Was können wir hier ändern? Da nix. Da auch nix. Da nix. Also gehört wohl hier irgendwie zu der VW-Gruppe. Kannst du zweimal hier was verändern? Ja, zweimal mit. Hier kannst du auch nichts verändern. Innen. Er hat gleich hier ein Bett hier nehmen. Ja. Was willst du hier machen? Großartig. Und nicht doll. Ja, hier kannst du auch was, nichts. Hier kannst du was machen. Ja, gerade so. Geht schnell, ne? Hier ein bisschen, da ein bisschen, ne? Ändert ja. Da kannst du auch nichts mehr machen. Dann haben wir hier oben einen Punkt. Und dann sieht das so aus. Was seht ihr? Das gleiche wie ich, das hängt in der Luft. Ja. Also, kann man das vergessen. Den Spoiler kann man vergessen. Ist nicht angepasst. Man kann hier wirklich nichts machen. Machen wir weg. Hat er nicht, anderes Licht auch nicht, der hat nur das, was er da hat. Ich nehme an, das ist brasilianisch, also wir innen können wir gar nichts machen. Nein. Sieht spartanisch aus, eben, aber dafür hat er gleich schon Navi. Ja, das war alles, ne? So, das war der Mercedes. Tolle Wolle. Was hab ich gesagt? Der, zu VW? Nee, ne? Nee, kann nicht sein. Doch, der hat einen VW-Motor drin. Ist ja schon komisch, ne? $435 PS. Wirklich. Ein Mercedes mit einem VW-Motor. So, dann kommen wir mal zu dem Soundcheck. Ja, das geht echt schnell, ne? Wenn man nichts ändern kann oder braucht, dann ist das nochmal so. So, da ist er. Nochmal anmachen. Jetzt, wie das hier aussieht. Ja, das ist, es ist übersichtlich, wollen wir mal so sagen. Man sieht keine
das war die kleine Mordvorstellung von diesem Mercedes. Nehme an, der gehört auch nach Brasilien. Weil da sind sie alle so spartanisch. Fehlt nur noch diese Antennen nach vorne. Wa? Na gut, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und das Interesse und wünsche euch ja, noch einen schönen Tag bis zum nächsten Video hier mit den Landsamt. Tschö, mit euch.